Okay, Leute. Es geht los. Unsere erste Höhlentour kann beginnen. Und mein erster Gedanke ist nur, was ist. Die können wir kaputt machen anscheinend. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Und da wartet mich 100% der Tod. Na, hier kommen wir jetzt nicht großartig weiter, ne? Dann gehen wir lieber nochmal hoch. Oben scheint nachts zu sein. Aber dann nehmen wir einen anderen Höhleneingang. Der andere, da war direkt ein Gegner von meiner Fresse. Irgendwo da unten hat es mir gekrabbelt. Und da war es so, da will ich gar nicht erst wissen, was es ist. Und nehmen wir einen anderen Höhleneingang. Wo wir vielleicht ohne ein Risiko einzugehen in eine Höhle gehen können. Weil ich will in keine Höhle gehen, wo ich höchstwahrscheinlich instant sterbe. Was ich aber machen kann, ist. Eine Markierung hier legen. Leute, hier hatten wir damals gebaut, Leute. Wisst ihr noch? Das war genau hier. Da oben sind diese Eisberge. Ah! Da weiß ich ja auch ungefähr, wo ich bin. Dann ist ja hier gegenüber auch das fette Loch, ne? So hier. Okay, dann scheiß mal drauf, dann ist es doch keine Höhlentour. Dann noch ein bisschen Erkundungstour. Glaubt ihr, das gerade vor uns ist ein Höhleneingang? Sah zumindest gerade vom Wasser so aus. Nee. Dann sah es einfach nur so aus. Hat sich gerade irgendwas aufgeschrieben. So, hier ist das fette Loch. Ah, sind ein paar von diesen Ureinwohnern Zombie-Dinger. Kannibalen, whatever. Auf jeden Fall etwas nicht Schönes sind die.
Wir rennen mal zu diesem gelben Ding. Aber ich will nicht gerade drauf zulaufen, ich will irgendwie so schräg irgendwie drauf zulaufen, aber anscheinend scheinbar gleich da zu sein. Weil vielleicht finden wir ja noch irgendetwas Besonderes. Ah, jetzt nochmal so ein Topf. Anscheinend viel Geld. Da ist nichts drin. Hä? Hier liegt etwas Totes. Heute habe ich nichts zu tun, aber ich nehme mir gerne das Fleisch mit. Unser Ziel war das Ding da. Alles klar. Die freuen sich ja krass, dass ich hier komme. Wir haben einfach nicht erledigt, ne? Zeigt euch. Ich werde mich hier erst fortbewegen, irgendwie weiter, wenn ich nichts mehr höre. Als ob ich ihn nicht getroffen habe, hier. Rennarschloch. Der lebt. Der einzige Vorteil ist, hört sich nach einer an. Schließ mir direkt gegenüber, komm her. Ist aber nur einer, ne?
Wein. Stuhl. Hat ja richtig Angst vor uns. Er beobachtet uns und hat Angst zugleich. Soll ich mal entscheiden, ob er wegrennen will oder nicht? Alles klar, es war eine Kampferklärung. Wo bist du? Junge, du musst dich entscheiden, ob du mich angreifen willst oder nicht. Ja, hier erstmal hier umbringen. Ja, kommt, der ist tot, oder? Er ist erst tot, wenn der Kopf ab ist. Ja, komm, doch, der ist tot. Ich glaube, wir haben ihn auch abgetrennt, ne? Ja. Shish. Was haben wir hier so? Sind das Tropfen oder? Ich will gar nicht wissen, was das ist. Uiuiuiuiui. Hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Stoff finden wir hier überall. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Das Ding können wir kaputt machen, so war es doch, ne? Ah, es geht kaputt. Oh shit. Oh shit, shit, shit. Das ist ja wie so eine böse Hexe. Bitte beruhigen Sie sich. Ich habe eine Schusswaffe und bin bereit, davon Gebrauch zu machen. Ach du Scheiße, ist das laut. Halt die Klappe! Warum brennt der nicht?
Ah, so, verstehe. Jetzt kann ich sie sehen. Oh shit. Oh, du Scheiße, hab ich erschrocken. Ich hab voll die Gänsehaut, Leute. Der, ihr Pissecken. Ich mache euch alle tot. Obwohl meine Fleck an euch nichts anhaben kann, aber ich muss sie umbringen. Das habe ich ein Problem. Hör mal auf da. Junge. Okay. Drehen Sie ruhig Ihre Runden. Drehen Sie ruhig Ihre Runden. Na, eigentlich will ich sie töten, bevor wir unsere Flare Gun aus. Pass auf, wir werfen jetzt nochmal so ein Ding. Wieso sieht das jetzt aus? Es sind aber nur zwei, ne? Nicht mehr. Uiuiuiui, beruhigen Sie sich. Alter, ich krieg voll die Gänsehaut, wenn ich. Das war ein Angriff zu tun, so, ne? Siehst du das? Ja? Da. Das mach ich mit deinen. Das mach ich, wenn du kommst. Wenn du leben willst, würde ich jetzt an der Stelle die Beine in die Hand nehmen und wegrennen. Du kleine Kartoffel. Mach das Feuerzeug an. Ja, komm. Ich bin hier, hallo? Wo bist du? Genau da. Spast. Ich meine, du hast zu Recht. Hey, der tut mir nichts. Warum tue ich nur was? Den Stoff will ich haben. Ah ja, stimmt, weil er gruselig und mich sowieso angreift, sobald ich ihn weggucke. Allerdings, warum sollte ich den leben lassen? Guck das an, der springt mich an. Das ist ein Jumpscare. Dort schummel ich gerade aus, Alter? Da verpiss dich! So, was glaubst du, wer du bist, hä? Hast du keinen Respekt oder was? Alter! Junge Dame? Hallo? Der spielt mit mir, der joggt, der lockt mich in eine Falle. Alter!
So, jetzt greift er mich aber auch an, ne? Der spielt immer noch. Nice, wie er da liegt. Du gehörst leider zu den Bösen. Okay, zwei verschiedene Wege. Ja, komm, gehen Sie weg. Nur so ein Helm und ein Stein. Ich denke mal, wir gehen jetzt mal runter, ne? Spannend ist es ja schon. Aber bisher ist alles ruhig. Oh, was haben wir hier? Ah, es ist... Hä? Das ist eine Taucherausrüstung. Alter. Ist ja sick. Leute, ich glaube, wir haben so einen Checkpoint gefunden.